Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schild. Ja, beim letzten Mal sind wir in Ancient City angekommen und haben schon mal unseren Antrag für die Arena Challenge abgegeben und wurden hier im Knospi in Team Yell bekannt gemacht, die riesige Fans von ihr hier sind, Marie, auch eine Arena Challengerin. Aber ja, das waren Waschlappen, die konnten gar nichts und ja. Ich wollte nebenbei vor dem Start dieses Videos hier zurückgehen und nach Klamotten nochmal gucken. Aber leider ging das nicht, weil man lässt mich hier nicht mehr raus. Kann ich mal kurz zeigen, wenn man hier rausgehen will, dann... Ja, wird man nur zurückgerufen, das ist ein bisschen scheiße, aber okay, was soll man machen? Dann eben ein andermal. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist geil, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Das ging schnell. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe voll bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine grusame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Vielen Dank. Am nächsten Morgen. Und er wirft schon mal... Ja, er übt schon mal Pokéball werfen. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm Sky, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Mal im Ernst. Was stimmt mit den ganzen Rivalen von einem nicht in den Pokémon-Spielen? Die sind alle so seltsam aufgedreht. Wo sind die Rivalen von früher geblieben? Wie Gary oder... Silver, hier dieser Rotschopf da. Es hat ja eigentlich schon ab der dritten Generation, also Höhen, angefangen, dass die ja einfach nur Freunde waren von einem. Ich meine, Barry, also der aus Diamantenperl, der war nochmal in Ordnung, auch wenn er ziemlich hippelig und aufgedreht war und all, aber... brauchst du nicht, ich weiß selber, wo es lang geht. Aber ja, Tali, na gut, fünfte Generation, Charon, Bell und der andere Typ da, ich weiß halt auch nicht mehr, wie der hieß. Die waren auch wieder mehr Freunde von einem als Rivale. Sechste Generation war ja fast noch schlimmer. Siebte Generation, ja, Tali, die kannst du sonst wo hinstecken. Also irgendwie diese ganzen Freunde, Rivalen, in Anführungsstrichen, die sind alle immer seltsamer geworden, seit der dritten Generation. Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Okay. Und wie ihr spannt, ihr Perversen. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 12 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Dann bin ich ja mal gespannt. Meine Damen und Herren, ich bin Rosé, der Präsident der Pokémon-Liga.
Vielen Dank, dass Sie alle hier eingefunden haben. Die Zeit des Warten ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Gala-Region zu öffnen. Die Arena-Challenge. Yeah, jawohl, die Arena-Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Ergatter darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Da sind wir mal gespannt. Jaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kapu. Galax-Experte für Geister-Pokémon. Jim, let's play, der Schweigsame. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischen Feen-Pokémon. Das ewige Eis, Mel. Und der stärkste Arena-Leiter, Roy der Drachensturm. Oh, wieder ein Drachentrainer am Ende. Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber die sind die, sind sie, der ganze Stolz von Gala, unsere Arena-Leiter. Stimmt, da fehlt einer. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mir vorstellen, Jose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamix-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in eurem Dynamix-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut! Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein, oder Rosé? Ja, Rosé, da müsste ja eigentlich oben so ein Apostroph über dem E sein. Nenn mir Rose, auch wenn, ja, Rose hört sich eigentlich für mich eher so weiblich an, oder? Wie spricht man diesen Typen aus? Aber zurück zu euch, hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erst einmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für euer Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Sky. Die Arena-Leiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turfield. Da kommt man über Route 3 hin. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Gala nacheinander aufzusuchen und sich ihrer jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Ja, hier wurden ein paar Sachen abgeändert.
im Vergleich zu früher. Also, ja, ein kleines abgewandeltes Arena-System halt. Sky, Liga-Präsident Rosé hat mich gebeten, dir diese Geschenk zu überreichen. Also, die hat es gesagt. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk, ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Oh, cool. Wenn du die Dienste der Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug! Aber der Flugtaxi bringt dich wie gesagt nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes Naturfield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Okay. Karte. Ah, okay, cool. Wir könnten jetzt also, wenn wir wollten, hier wieder zurück. Der Brassbury oder sonst wohin. Ich darf hier nicht lang. Wieso muss ich jetzt nach links? Diese Einschränken immer. Mann! Ja, wahrscheinlich geht es da rechts lang irgendwo hin, wo es nicht so gut wäre, wenn wir dort jetzt hingehen würden. Ich dachte schon, der will uns jetzt die DM-Überstrahl geben. Das wäre ein bisschen sehr früh. Gut, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen die Gelegenheit, uns hier noch ein bisschen weiter umzuschauen. Machen wir das einfach mal. Und hier liegt eine TM. Zahltag? Aha. Oh, und das scheint dann also ein Trainer zu sein, der... Also gibt es wohl wieder so Trainer, die man erst bekämpfen kann nach der Liga. Okay. Das sogar an Orten, an denen man schon gewesen ist. Also mit dem haben wir ja schon geredet. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht unbedingt... hey, was mache ich jetzt nur? Mein Pickle-Chiller ist weg. Kann ich dir helfen? Was? Du hilfst mir dabei, meinen Pickle-Chiller zu suchen? Danke. Ein Pickle-Chiller liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Er versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Aber gibt es so einen alten Engine City überhaupt? Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfii, wenn du das also hörst. Pfeif doch mal. Ja gut, hier hinten wäre so ein Ort gewesen. Hier ist es ruhig, weil hier nicht viele Leute sind. Und hier ist Wasser. Nee, wie hat man nochmal gepfiffen? Weiß ich gar nicht. Oder, ach, wahrscheinlich geht das auch nur außerhalb von Städten, oder? Wenn ja, dann Entschuldigung, dass ich mal wieder Zeit verschwendet habe. Noch ein Pokémon Center? Oh, Moment, da liegt was. Das wollen wir natürlich auch haben. Ein Seidenschal. Ach, stimmt, Moment. Wir hatten ja noch was...
kommen. Wo haben wir hier? Da, Zauberwasser. Geben wir mal Memeon. Oh, und du trägst ein Item. Das nehmen wir mal lieber mit. Okay, wir müssen da links lang. Also gehen wir erstmal hier lang. Regel Nummer 1 in Spielen. Immer den Weg nehmen, den man nicht nehmen soll. Sofern möglich. Oh, sie spielen hier Himmel und Hölle. Mit einem Isso. Weil ist so, ne? Okay, hier gäbe es wieder runter. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen den Ort hier noch an, so gut es eben geht. Oh, das hier scheint so eine kleine Einkaufsmeile zu sein, hä? Oder? Gibt's hier irgendwas? Ah, hier mal einen Supermarkt. Der hat aber auch nur den Basic Stuff. Achso, das ist hier ein Bahnhof. Ah, okay. Ich dachte schon, was ist denn das hier für ein Ort? Aber okay, ist nur der Bahnhof. Dann gibt es hier wohl auch nicht mehr groß etwas. Moment, wir können ja mal hier runter gehen. Und mal gucken, wo wir hier rauskommen. Aber ich denke mal auch nur wieder... Ja, ist eine Abkürzung wahrscheinlich hier runter. Oh, ein Quapsel. Nee, Schallquap, so. Nicht Quapsel. Ein Krifeldes. Es gefällt es echt so klein? Nebenbei gefällt es ist ein Exklusiv-Pokémon von Pokémon Schild. Dafür dürfte es in Pokémon Schwert halt Geronimatz und Waschaquil geben. Okay, ein paar Parkbänke. Was ist das hier noch für ein Gebäude? Wir können auf jeden Fall hier rein. In Uniformladen. Suchst du nach etwas Bestimmten? Ah, auch ein... Ah, okay. Hier kann man seine Uniform austauschen, hä? Aber auch nur die Uniform. Okay, gut zu wissen. Die dürfte man ja dann immer tragen müssen, wenn man gerade eine Arena macht. Achso, jetzt sind wir hier. Gut, dann haben wir einmal einen Rundgang gemacht. Dann dürfte das wahrscheinlich auch schon die ganze Stadt gewesen sein. I guess. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als hier herauszugehen. Ja, dann ist es gar nicht mal so eine Riesenstadt, muss ich sagen. Klar, klein ist sie jetzt auch nicht unbedingt, aber... Da hatte ich es eigentlich so das Gefühl, dass zum Beispiel Illumina, so hieß doch die Stadt... Aus der sechsten Generation, ne?
dass die ein bisschen größer wirkte. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Tenniskampf? Du gegen mich? Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Wow, das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Kampf, oder? Gegen unseren Rivalen. Den wir jetzt so austragen können. Oder müssen. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena-Challenge. Ja, du, das kann man schlecht sagen, wenn man nicht schon gegen, also in der Arena antritt, ne? Easy One-Shot. Hopplo, ja gut, da können wir auch drin bleiben. Ruckzuck, ja gut, komm. Kriegst halt mal viel Schaden raus, aber das war's dann auch schon. Wahnsinn, ja, schön. Musst du das jedes Mal sagen, wenn ich dich mit einer effektiven Attacke treffe? Memeon dürfte sich bald entwickeln, also ich denke mal so in den nächsten 2-3 Parts. Na, vielleicht sogar früher, vielleicht im nächsten Part, vielleicht im übernächsten Part. Dürften wir vermutlich unsere erste Entwicklung sehen. Da bin ich doch mal gespannt. Ja, mit dem Flug-Pokémon gegen mich zu gewinnen, wird jetzt auch nichts mehr. Ich kämpfe einfach mal mit Voldy, einfach, weil ist halt so ein bisschen Variation in das Ganze hier reinbringt, ne? Immer nur mit Memeon zu kämpfen, ist auch langweilig irgendwann. Und Voldy hat an seinem Hinterteil ein Herz, ne? Scheint ein liebevoller Hund zu sein. Na komm, muss das sein? Du hast eh keine Chance mehr, Junge. Du kannst nicht mehr gewinnen. Gib's doch einfach auf. Du machst echt wenig Schaden, Voldy. Das muss ich dir mal sagen. Gut, Wangrupla ist jetzt auch nicht die stärkste Attacke, aber ein bisschen mehr Schaden hätte ich mir dann schon erhofft. Zumal es eben sehr effektiv ist. Aber es scheint jetzt auch nicht gerade das stärkste Pokémon zu sein. Von daher okay. Danke, dass du nur einen Tank einsetzen darfst. Aber das wäre komplett unnötig gewesen. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf, das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Okay. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es war ein weiter Weg bis zur der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnapp ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Fullung haben. Oh Mann, der Typ ist anstrengend. Aber zumindest, er hat sein Ziel, er steht dazu und ja, versucht alles in seiner Macht Stehende zu tun, es zu erfüllen. Aber vielleicht sollte er mal ein kleines bisschen runterkommen. Nur so ein kleines bisschen. Gut, Leute. Ich würde es aber mal behaupten, das war's mit Pokémon Schild für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht.
Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir dann wohl Route 3 betreten werden und unseren Weg zur ersten Arena starten werden. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.